Hey, hallo, herzlich willkommen bei Mondgöttin, meinem Kanal für DIY, Nähen und Upcycling. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr diese niedlichen viereckigen Taschen nähen könnt. Die Täschchen sehen einfach mit jedem Stoff süß aus, ob gestreift oder geblümt, das Futter uni oder bunt. In meiner gleich folgenden Anleitung werde ich euch zeigen, wie ich dieses Täschchen genäht habe. Und das hier sind die Sachen, die ihr für dieses Täschchen benötigt. Damit es schön übersichtlich ist, habe ich euch die Sachen hier mal ausgebreitet. Das ist einmal der Außenstoff und der Futterstoff in 20 x 30 cm. Dann der Reißverschluss 30 cm, Nadeln oder Klammern, ein Geodreieck und ein Bleistift. Und dann geht's direkt los. Legt den Reißverschluss auf die rechte Seite des Futterstoffes. Dann nehmt ihr den Oberstoff und legt ihn mit der rechten Seite ebenfalls auf den Reißverschluss. Nun befestigt ihr das Ganze mit Klammern oder Stecknadeln. Und dann wird dort genäht. Am besten nehmt ihr einen Reißverschlussfuß. So sieht das Ganze nach dem Nähen aus. Klappt es auf, sodass der Reißverschluss sichtbar wird, legt die Stoffe zur Seite und bügelt alles schön glatt. Wenn es gut gebügelt ist, steppe ich nochmal von rechts ab. Das sieht gut aus und hält besser. So, nun geht es an die zweite Seite. Wieder die linke Seite des Reißverschlusses auf die rechte Seite des Futterstoffes legen. Und die rechte Seite des Außenstoffes darüber. Jetzt wird alles wieder befestigt. Ich nehme gern die Klammern. Kontrolliert zwischendurch nochmal, dass nichts verrutscht ist und ihr alle drei Schichten zusammensteckt. Dann wird genäht. So, ich habe jetzt schon gebügelt und von rechts nochmal abgesteppt. Dann nehmt ihr die beiden Außenstoffenden und legt sie rechts auf rechts zusammen. Und steckt das mit Klammern oder mit Stecknadeln. Das gleiche macht ihr dann mit dem Futterstoff. Rechts auf rechts. Bei meinem Futterstoff sind beide Seiten gleich, also das heißt, der Stoff ist garngefärbt, deshalb kann man das nicht so gut erkennen, was rechts und was links ist. Aber was ihr jetzt seht, das ist die linke Seite. Dann werden die beiden Seiten genäht. So sieht es jetzt aus. Jetzt geht er in den Reißverschluss und zieht den so, ja, bis zur Hälfte ungefähr auf. Und dann wendet ihr das Ganze. Und zwar so, dass der Futterstoff außen liegt. Und zieht das ein bisschen glatt und so, dass das alles schön aufeinander liegt. Jetzt kann man die Bodennähte nochmal schön flach bügeln. So sieht das jetzt aus. Ihr habt den Außenstoff innen, rechts auf rechts. Und den Futterstoff außen, rechte Stoffseite zeigt zu euch. Jetzt fasst ihr an beide Enden der Bodennaht und legt sie mittig auf den Reißverschluss. Die Naht trifft auf den Reißverschluss. Steckt das fest. Jetzt an der anderen Seite. Die Seite ist ein bisschen geöffnet und die muss auch geöffnet sein, damit man die Tasche nachher wenden kann. Ich stecke das ein bisschen mit einer Stecknadel fest, damit mir der Reißverschluss nicht auseinandergleitet. So, die Naht nochmal kontrollieren, mittig auf den Reißverschluss und feststecken.
Jetzt wird dort und dort genäht. Weil diese beiden Nähte in der Innentasche sichtbar sein werden, müssen sie versäubert werden, entweder mit der Overlock oder mit dem Overlockstich der Nähmaschine. Daher vor dem Nähen Reißverschluss und Nahtzugabe zurückschneiden. Im nächsten Schritt erhält die Tasche ihre viereckige Form. Ihr habt sie jetzt mit dem Reißverschluss nach oben vor euch liegen und nehmt die vorhin genähte kurze Naht und legt diese winkelhalbierend vor euch. Jetzt zeichnet man die Linie ein, an der nachher genäht wird. Ich nehme dafür sehr gern das Geodreieck, weil ich dann halt den Nullpunkt genau auf die Naht legen kann und 5 cm nach rechts und nach links eine Linie ziehe. Also insgesamt ist die Naht dann 10 cm lang. Und ich stecke diese mit Nadeln fest. Das wiederholt ihr jetzt an den anderen drei Ecken. Also diese kurze Naht wird winkelhalbierend aufgelegt und 10 cm abgemessen. Also von der Naht nach links und nach rechts jeweils 5 cm. Ich habe das hier jetzt ein bisschen schneller ablaufen lassen, aber man sollte da schon sehr genau arbeiten, damit die Ecken auch richtig schön gleichmäßig werden. Dort wird jetzt genäht, an allen vier Seiten. Sieht ja witzig aus. Jetzt sind wir schon fast fertig. Diese vier überstehenden Ecken werden jetzt abgeschnitten. Los geht's. Die erste, zwei, drei, vier. Weg damit. Und die offenen Kanten werden jetzt noch mit der Overlock oder halt mit dem Overlockstich der Nähmaschine versäubert. Die Fadenraupen jetzt vernähen oder halt ich knote die mal nah am Stoff fest, muss ich zugeben. Da bin ich ein bisschen faul und schneide das Ende dann einfach ab. Das ist ja innen und man sieht es ja sowieso nicht, sage ich mir immer so. Ja, jetzt halt bleibt noch das Wenden, kommt die schöne rechte Seite nach außen. Die Ecken schön ausformen, entweder mit den Fingern oder ich nehme da auch immer ganz gerne einen Bleistift oder sowas. Aber bei der geht das jetzt, glaube ich, auch einfach mit den Händen. Ja, zu, fertig. Ich finde, das ist immer ein hübsches Geschenk. Mitbringsel, schnell genäht, macht Spaß. Hier seht ihr jetzt noch eine Nummer kleiner, also das heißt, ich habe dann 20x20 cm Stoff zugeschnitten und den Reißverschluss entsprechend auch gekürzt. Das finde ich eigentlich auch ganz süß. So kann man halt sehr schön variieren. Viel Spaß dabei! Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert oder besucht mich doch mal auf meiner Seite. Dort findet ihr auch meinen Blog.